schätze mal, das liegt mir, ja, verstehen Sie? Flacher Karp, so kennt man ihn. Ja, oder? So, während unsere Crew hier noch aufbaut, erkläre ich mal die Regeln. Aber ich denke mal, es wäre ein kleiner Applaus für unseren Crewmitglied angebracht. Ihr bekommt nicht gleich die Augen verbunden. Und eure Aufgabe ist es, aus diesen Schüsseln mit den Münzen den gewünschten Betrag im Gewicht herauszufinden. Also wir sehen nichts. Das ist richtig, genau. Aber ich habe manchmal Angst im Dunkeln. Also habe ich jetzt richtig verstanden, dass wir jetzt gar nichts sehen, oder? Ja, Steffen, immer noch. Ja, das könnte interessant werden, ja. So, setzt euch mal an den Tisch. So, für dieses Spiel werden aber euch auch die Augen verbunden. Und die Studio wird kein gerade leider nicht, deshalb würde ich mal sagen. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, und ich teste mal, ob ihr überhaupt was seht. 3, 5, 2, 2, 1, 4, 2, 5, 0, 4, 1, 3. Ja, was ist da los? Das war's schon. Nun zu dir, Peter. Okay, das reicht. Wichtige Information noch, damit ihr nicht in Versuchung kommt, die Cent zu zählen, habt ihr nur jetzt wenige Sekunden Zeit, den gewünschten Betrag zu ziehen. Wer näher an den gesuchten Betrag herankommt, erhält einen Punkt. Und wer zuerst 3 Punkte hat, der gewinnt Spiel Nummer 14. Ist klar. So, ihr seid bereit? Also kann das nächste Matchbeispiel für Peter beginnen. So, der erste Betrag ist 43 Cent. 43. So, dann schaue ich mal, was ihr jetzt herausgefunden habt. Ja, Peter, du hast da richtig viel rausgelegt. Ich schau mal bei dir. Meine Damen und Herren, es ist so spannend, ich muss mich einfach zurückhalten. Unfassbar, das ist nur knapp dran vorbei. Das sind ungefähr 43 Gramm. Das ist der Punkt für dich, Steffen. Ja, unfassbar, oder? Der nächste Betrag ist 61 Cent. Ja, stimmt so. Okay, dann schaue ich mal nach. Ja, Peter, sieht gut bei dir aus. Oh, tut das mir aber leid. So. Und das sind bei dir ziemlich genau, Mensch, Steffen, das sind schon wieder 61 Gramm. Damit bist du total nah dran. Wieder der Punkt für dich. Nicht schlecht, oder? Ja, ich hab's einfach drauf. Jetzt geht's um 1,02 €. Ja, die ganze Schüssel. Ja, okay. Wird schon stimmen. Peter hat mal sogar auch was rausgelegt. So, soll ich einmal mit dir schätzen? Schauen wir mal nach. So, wie viel sind das denn bei dir? Kurz die Waage abwarten. Das sind... Oh Gott, das sind schon so viele, das wird schon gar nicht mehr angezeigt auf der Waage. Mensch, ich glaube, du bist ein bisschen zu viel. Echt? Ja, da hast du, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Das ist ein Zelt wieder. Schauen wir mal, wie es bei Peter aussieht. Der hat nämlich einen Betrag da liegen, das sieht schon ganz normal aus. So, mal auflegen. Ja Mensch, das sind 105 Gramm. Das sind fast 1,02 €. Perfekt, der Punkt geht an Peter. So, was macht? Ja, jetzt möchte ich mal sehen, was ihr bei 22 Cent macht. 22 Cent. Ganz so verdreht sieht das hier aus. So, dann schauen wir mal nach. Boah, das sind 19 Gramm, das ist schon ganz schön nah dran. Karp, jetzt wollen wir mal sehen, was du hier hast. Bei Karp sind das... Ah, das sind 48 Gramm, das lag ganz, ganz knapp, aber der Punkt geht an Peter. Fast noch ein Punkt und der nächste gewinnt. Und der letzte Betrag ist 58 Cent. Okay, die Zeit ist um. Peter, nimmst du alles oder? Alles. Okay, er nimmt alles. Dann schauen wir mal nach alles. Alles bei 58 Cent. Das klingt ja schon mal. Beim Cup, jetzt wie folgt aus. Das sind, ja, 62 Gramm. Oh.
liegt schon sehr nah dran. Das klingt gut. Ich denke mal, wenn wir uns jetzt den ganzen Betrachtbomben-Peter mal angucken, dann sehen wir eindeutig, der Pokémon hat Steffen und der gewinnt das Spiel München. Ja! So, kommen wir jetzt zu dir. Ja. Hier, zu dir. Hier? Ja. Oh, guck mal, Achtung. So. Ja, unfassbar. Ja, Peter, wie sieht's aus? Sind wir schon fertig? Wir sind schon fertig. Du wirkst auch ein bisschen müde. Das ist aber lang, so eine Sendung. Das ist echt lang. So, Steffen, du hast das Spiel gewonnen. Wir sehen uns mal die Punkteskala an. Oh, echt krass. Und damit gehen wir über zum Entscheidungsspiel. In dieser Folge Schlag den Karp. Und das lautet so. Plopteil. Plopteil? Plopteil. Plopteil. Das heißt, es gibt ein letztes, entscheidendes, finales, vor Spannung platzendes, letztes, absolut endgültiges Spiel.